aus dem Urlaub und ich muss euch sagen, ich halte es wie Karl Lagerfeld. Wer weg muss, um sich zu erholen, der macht irgendwas in seinem ganz normalen Leben falsch. Ich bin jedenfalls froh, dass ich hier wieder werkeln kann und euch die neuesten Ideen zeigen kann, die ich so mitgebracht habe. Denn ich mache ja nicht nur Urlaub am Strand, ne? Also das ist mir ja zu wenig. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen geshoppt. Ich war in Holland eine Woche. Oh, das war so schön. Ich liebe Holland. Ich war am Strand. Das war alles. Ich hatte mir eine super Woche mit dem Wetter bestellt, ne? Und das passte alles sehr gut. Es war so frei und ungezwungen. Es war richtig, richtig schön. Aber ich habe das natürlich auch kombiniert mit dem Einkauf und habe einfach tolle neue Trockensachen mitgebracht. Und deshalb habe ich mir überlegt, was kommt jetzt so als nächstes oder was geht immer. Schöne Windlichtgläser gehen immer. Und ich habe dieses tolle Windlichtglas entdeckt mit dieser edlen Silberkante. Und das Glas ist nicht klar, da ist so ein Rosé-Schimmer drin, so Roséton. Ich könnte mir vorstellen, dass es das bestimmt auch noch in anderen Farbnuancen gibt. Ich habe aber leider nur dieses eine bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, da fange ich jetzt erstmal mit an. Und ihr kennt ja unsere LED-Windlichter vielleicht schon. Dieses habe ich in einem letzten Video gezeigt. Dann gibt es das in klein. Das Ganze gibt es auch in den Grautönen. Und hier kommt jetzt so ein Glas rein. So ein LED-Licht ins Glas mit den Trockenblumen in Kombination. So, da habe ich mir hier so eine schöne Auswahl zusammengestellt. Hier diese kleinen Fuchsschwänzchen in Schwarz, in so einem Alt-Rosé-Ton, Trockenkapseln, Gräser toll eingefärbt, richtig schön. Und alles gibt es auch so in diesen modernen Farbnuancen. Das ist ja jetzt so ein ganz blasses Lila, so ein schönes, warmes Alt-Rosé. So ein, ja, dieses Lila ist auch Möw, da ist so ein bisschen, und Schwarz. Das sind ja auch so die Trendfarben. Ganz tolle Farben. Und da habe ich mir überlegt, okay, passt farblich zum Glas, wie gehe ich das Ganze an? Am Ende soll ja das so aussehen, dass dieses Glas hier in der Mitte steht und die Gräser sich sozusagen hier drin bewegen oder richtig schöne spätsommerliche oder frühherbstliche Stimmung machen vom Farbthema. Also noch haben wir sind wir mitten im Sommer, auch wenn das Wetter gerade ein bisschen ist, aber jetzt ist Sommer und das ist auch gut so. So, aber trotzdem, dann habe ich diese Sachen hier liegen, habe gedacht, okay, wie gehe ich das Ganze an? Das sind ja so Bündel, dann habe ich natürlich erstmal hier so rangehalten von der Länge. Jetzt schneide ich mal etwas ab und zeige euch einfach, wie ich da anfänglich rangegangen bin. Es ist ja immer so, wenn so eine Gestaltung entsteht, so ein Prozess. Dann ist es mal mehr und weniger gut und passend und man denkt sich, ja, kann man so machen, aber ob es das jetzt schon so ist, ist die Frage. So, diese Farbe wollte ich auch noch mit rein haben und natürlich die Kapseln in Schwarz. Also im Prinzip von allem etwas. So, jetzt hat man diese Trockenblumen, verteilt die hier so und es sieht aus wie die wilde Wutz. Kann man so machen, aber irgendwie ist das ja nicht richtig durchgestaltet und vor allen Dingen, wenn man das transportiert, wie soll das gehen? Das kippelt alles hin und her. Also so kann es nicht sein. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das technisch lösen? Also nicht nur gestalterisch von den Farben und mit welchen Trockenblumen, sondern wie kann ich das technisch so lösen, dass das Windlichtglas nachher richtig gut aussieht. Zweite Idee, kann ich euch jetzt schon mal verraten, war auch ein Schuss in den Ofen, aber trotzdem, ich will es euch einfach nur zeigen, dass es bei mir auch nicht immer alles glatt läuft und funktioniert. Da habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich hier so einen Reif, der ist mit, ist ein Tampen, mit diesem Tau umwickelt und habe dann die ganzen Trockensachen sozusagen hier so ein bisschen rangebunden in der Länge, wie ich es dann schon haben wollte, mit einem Silberdraht, weil ja hier oben auch Silber ist und habe gedacht, dann habe ich ja so ein bisschen mehr Halt, wenn das jetzt hier so drin steht, das ist doch ganz cool. Ich habe es auch nicht ganz bis zu Ende gemacht, weil ich habe schon gesehen, dass das nicht die Lösung ist. Aber ich wollte euch das auch zeigen, weil ne, so der, nicht alle Wege führen nach Rom. Also so sah das dann aus. Und irgendwie stört mich auch dieser Ring. Es ist zwar jetzt gebündelt schon mit den Trockensachen, aber das ist es doch auch noch nicht. Da habe ich gedacht, nein, das ist eine Schnapsidee. Also kommt sie beiseite. So, und dann fiel mir ein, das Ganze müsste ja so ein bisschen fester sein unten. Da habe ich mir überlegt, ich wusste, es gibt
Frischblumen oder ja, eine Steckmasse, die auch schwarz ist. Also nicht nur diese in grün, die Frischblumensteckmasse, die man kennt. Es gibt ja auch graue und da dachte ich, die schwarze wäre auch dunkler, aber die ist eigentlich eher Anthrazit, fast so wie die Trockensteckmasse, ein bisschen dunkler. Und aber eben dadurch, dass die Frischblumensteckmasse ist, ist sie auch dünn und leicht mit diesen dünnen Stängelchen zum Durchstecken. So, und dann habe ich mir hier sowas gebastelt, so ein rundes Teil geklebt und hatte das dann hier drin. Und es sah ja natürlich irgendwie auch alles nicht so richtig sauber aus, weil es ist ja selber, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie nicht wirklich rund. Und dann habe ich das gestern schon mal vorgeübt und dann bin ich mit dieser Steckmasse zu hoch gekommen. Also es passt schon. Ich habe es jetzt so gemacht, wenn man die Kerze reinstellt, dann ist es so mal gerade bündig. Aber ich bin so ein bisschen auch ein Perfektionist. Das heißt, es ist mir ein Ticken zu hoch. Ich werde jetzt nochmal die Steckmasse etwas einkürzen. So, nun habe ich das Ganze ein bisschen eingeflacht sozusagen. Es sieht nicht wirklich besser aus, das Ganze. Aber es ist auch nicht so, wie ich es eigentlich wirklich haben will. Aber so geht es euch wahrscheinlich auch manchmal. Dann habt ihr nicht die passenden Sachen. Cool wäre es jetzt, wenn ich genau die Frischblumensteckmasse hätte in schwarz, in dem Durchmesser, wie ich es brauche, ohne dass man diese Klebestellen, Schnittstellen sieht. Ja, das wäre schön. Habe ich aber nicht. Also dadurch, dass das natürlich auch nicht gut genug aussieht, muss ich mir wieder etwas einfallen lassen. Und tada, ich habe mir etwas Vogelsand gegönnt. Das fülle ich jetzt mal eben hier, den fülle ich mal ein, damit man eben genau eigentlich das, was man sehen sollte, die coole Technik, nämlich schwarze Steckmasse, die super zum Glas gepasst hätte und edel gewesen wäre. Ne, damit man das nicht sieht. Also jetzt könnt ihr auch grüne nehmen, das was ihr habt. Weil, wie gesagt, entweder man hat den passenden Durchmesser oder man hat Vogelsand. So ist das Spiel. Das sieht doch schon mal sehr bündig und gut aus. Steht auch gut. Hervorragend. Jetzt sehe ich ja ungefähr, was für ein Radio, wie viel Abstand ich habe. Und in diesem Bereich stecke und gestalte ich jetzt die Trockenblumen rein. So, ich habe nämlich hier jetzt das Muster von der Kerze, die ich da eben reingedreht habe und weiß jetzt genau, wo ich arbeiten muss. Und jetzt kann ich loslegen. Oh, dieser Vorführeffekt, oh mein, ich werde bekloppt. Das kleine Gras soll aber auch mit rein. Das sieht nämlich immer ganz cool aus. So, und dadurch, dass ich ja im Vorfeld geübt habe und schon so viel zerschnippelt habe, kann ich natürlich jetzt auch einfach die schon abgeschnittenen Testmuster hier so einfügen. Und während ich das mache, möchte ich euch mal kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, als ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich schon YouTube mache, als ich vor 5, 6 Jahren angefangen habe, habe ich das eigentlich einem Freund zu verdanken gehabt, der zu mir gesagt hat, hey, mach doch YouTube. YouTube habe ich gesagt, da hatte ich das irgendwie alles noch gar nicht so für mich auf dem Zettel. Und dann sagt er, ja, das ist cool, da kannst du so deine eigenen Ideen zeigen und hin und her und mach doch. Und ich sage, ja und wie, aber ich kann das alles technisch gar nicht und Kamera und hin und her. Nee, sagt er, ich drehe das für dich, ich mache das für dich. Ich sage, okay, ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon beim NDR und hatte ja diese, habe gedacht, Fernsehen, das YouTube mache ich mit Links und so, ne? Und hab einfach haben wir angefangen. Und wer mal so sich die Anfänge anguckt, das ist natürlich, klar, man wächst ja auch so mit seinen Aufgaben, man wächst in das Thema rein. Ja, und ihm habe ich das eigentlich zu verdanken, dass ich damit angefangen habe oder weil wir haben gemeinschaftlich damit angefangen, weil er mich eigentlich motiviert hat. Und du bist ja immer so gut wie dein Umfeld, was dich motiviert oder sagt, hey, mach doch mal das oder dies. Und Und keiner konnte ahnen, wie sich das Ganze entwickelt. Also wir sind ja jetzt irgendwie kurz vor der 50.000er Abonnentenmarke. Schon mal vielen Dank für alle, die dabei sind, die noch nicht abonniert haben. Die fordere ich jetzt mal auf, abonniert mal schnell den Kanal. So, und ich habe sowas eigentlich noch nie gemacht, dass ich irgendwie so einen Aufruf starte oder so. Es ist nicht nur ein Aufruf für eine Spende, es ist eine Bitte. Dieser Kai, ein wirklich guter Freund von mir, dem ich das zu verdanken habe, dass das Ganze überhaupt zum Laufen gekommen ist. Und wie gesagt, keiner hätte es geahnt, was sich daraus entwickelt, dass euch die Videos so viel Freude bereiten, so viel Spaß machen. Das konnte damals keiner ahnen. Dieser Freund ist jetzt mit 50, das war vor 2 Jahren, sehr schwer an Parkinson erkrankt. Und er ist jetzt 52 und es geht ihm richtig, richtig schlecht. Ich habe mich da so noch nie mit auseinandergesetzt, mit der Krankheit, mit Parkinson. Ich habe zu wenig Informationen darüber, sehe aber, was es mit ihm macht oder gemacht hat.
Und das ist echt, das tut mir richtig, richtig, richtig weh und richtig leid. Und er hat einen Spendenaufruf getätigt auf Facebook. Natürlich hat er überhaupt nicht die Community, die das sieht und erreicht. Und er möchte gerne wieder am Leben teilhaben. Er möchte gerne agil sein, wieder sich bewegen können. Und hat einen Spendenaufruf gemacht, in dem er sagt, ich brauche etwas Geld, ich möchte gerne einen Marathon machen. Und im Moment ist er dazu überhaupt nicht in der Lage, weil er sich kaum noch bewegen kann. Und das mit 52, das ist echt krass. Und hat halt diesen einen Wunsch, dass er, der war so sportlich, ey, der war immer, ich habe immer zu ihm gesagt, oh Kai, was rennst du denn schon wieder hier Marathon und da, du bist ja ein Verrückter, und hat sich vegan ernährt und alles total gesundheitsbewusst, und dann trifft es so jemand, das war für mich, ich weiß, es gibt ja Leute, die irgendwie nicht so leben, aber er hat total gesund und gut gelebt und alles. Und dann habe ich seinen Post auf Facebook geteilt und in meiner Community. Und wirklich eine ganz, ganz liebe Kundin hat sofort gespendet. Rosemarie, danke, 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 danke. Geben ist seliger denn nehmen. Und wirklich, und ich freue mich so darüber, dass, und wenn es nur so ein kleines, so ein bisschen ist, was wir ihm helfen können, dass wir da das Ganze unterstützen, dass er diesen Drive wieder bekommt, diese Energy, diesen Mut am Leben teilzuhaben. Dann gebt ihr ein Stück zurück von dem, weil, wie gesagt, ich habe es ihm zu verdanken, dass ich hier bei YouTube jetzt so weit gekommen bin. Ich habe es natürlich auch euch zu verdanken, aber trotzdem ist es doch alles ein Miteinander. Und der eine ist ohne den anderen nichts. Und das, was ich heute tun kann, ist, ich zeige euch jetzt das Bild von Kai, dann seht ihr das. Und Kai, wie gesagt, ich habe dir versprochen, dass auf meiner... Ich habe sowas noch nie gemacht und ich mache es jetzt aber, und ich bitte euch, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr ihn unterstützt und eine kleine Spende, egal wie groß, die spielt gar keine Rolle, einfach sagt, hey, ich habe so viel Spaß immer mit Imkes Videos, ich freue mich, dass es Imke gibt, dass sie uns Ideen zeigt, dass sie uns daran teilhaben lässt, und du bist ein Teil davon, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Ich möchte dich unterstützen und dir helfen. Ja, das wäre wirklich schön. Dankeschön. Ja, dann machen wir mal hier weiter. Ich sehe jetzt gar nicht, was ich gestalte. Ich versuche das so ein bisschen, die Fuchsschwänze ein bisschen höher, die anderen so, dass das recht natürlich aussieht und man hier noch die Kerze sieht. Versuche aber so in einer Ebene zu bleiben. Ja. Aber ihr seht jetzt sind die Trockenblumen so, wie ich sie haben möchte, in der Position, wo ich sie haben möchte. Und ja, es ist heute Samstagvormittag und bin schon dabei, für morgen zu planen. Da ist ja dann der Dreh bei Maria im Garten und haben sie schon wieder so durchwachsenes Wetter angesagt. Und boah, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Ich hatte euch ja bei dem letzten Video versprochen, es gibt noch ein ganz tolles Video bei Maria im Garten. Und wir hatten das auch geplant. Und dann war ja dieses Gewitterwochenende. Ja gut, und dann bin ich halt in Urlaub gefahren. Und dann klappt es immer eins auf das andere Mal nicht. Und jetzt, wir sagen das jetzt, verschieben das nicht noch ein weiteres Mal. Wir machen es jetzt, egal wie morgen das Wetter wird, weil wir haben so schöne Sachen vorbereitet. Und ja, das ist dann morgen. Also seht ihr, mein Wochenende ist schon voll und ganz mit YouTube gefüllt und mit schönen, also es wird ja so ein bisschen so ein Firmentreffen. Und so eine richtig tolle Tafel. Und oh, ihr glaubt gar nicht, Maria ist so süß, sie macht sich so viele Gedanken, was sie alles auftischt, damit wir alle glücklich und zufrieden sind da. Das macht sie immer. Sie ist eine perfekte Gastgeberin, so wie sie auch eine perfekte Floristin ist. Das zieht sich natürlich überall durch. Und ja, jetzt müssen wir morgen mal schauen. Ups. Guck mal, weißt du, was ich auch noch rausgesucht habe? So Seidenblumen. Das ist jetzt so ein Seidenalium. Da hatte ich auch überlegt, mache ich das noch mit rein, weil... Guck mal, was passiert. Ich mache das jetzt einfach mal eben so. Es gibt ja ein bisschen Ruhe auch, wenn das so als Blüte mit drin ist. So was Dickeres, so was, was so ein bisschen Farbaction hat. Aber ich habe mich da mit Maria besprochen. Sie hat gesagt, nee, lass es lieber so filigran und fein und lass die Seidenblumen weg. Und dann habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt so eine edle, feine Geschichte. Da braucht es diese Seidenblüte eigentlich nicht. Und deshalb machen wir jetzt so weiter. Kann natürlich die Lilanen jetzt nicht nur hier machen und da nicht, ne? Das geht natürlich nicht.
Dann hatten wir hier unten auch ein paar Schnecken und Muscheln reingestreut in diesem Pinkton. Das war aber dann zu sommerlich. Was ich aber hier habe, ist eine von den schwarzen Muscheln, die habe ich noch gefunden. Eine Schnecke, die kann hier durchaus mal mit drin sein. Das finde ich nicht schlimm. Und es kann auch ruhig mal eine Feder damit dabei sein. Die bringt so ein bisschen Ruhe rein. Sieht auch irgendwie cool aus. So, ich zeige euch das jetzt mal. Ihr seht, man braucht gar nicht viel von diesen Trockensachen, aber es ist ja der Mix, der es immer ausmacht. Ne? Es sind schon so diese Kapseln, ob man die jetzt in all drei Farben braucht, das ist ja mal, sei mal dahingestellt. Zur Not hat man eine Sprühflasche und sprüht, kauft sich einen Bund und sprüht das ein bisschen um. Nur was ich euch damit zeigen möchte, ist, dass dieses schwarze, verpuschelte schon ziemlich cool und edel aussieht. Gerade diese Möw- und Lila-Töne. Ich hatte hier am Freitag so eine Kundin, die mir dann ein Sideboard gezeigt hat, wo sie so in lila Kupfer dekoriert hat. Ich habe leider einen Namen vergessen, aber du weißt bestimmt, wenn du guckst, dass ich dich meine. Und da habe ich ja auch, das sieht richtig schön aus, wie sie es gemacht hat. Fragte sie nämlich, kommt Kupfer auch wieder? Ich sage, ja, jetzt eigentlich habe ich keinen Kupfer eingekauft. Aber natürlich bleibt schwarz und Gold und sowas. Und dann habe ich gedacht, eigentlich, ich bin jetzt schon wieder so dabei, wir müssen irgendwie so eine Ecke machen, weil du kannst ja nicht alles Gold und Schwarz machen, das kann es ja auch nicht sein, auch wenn das so die Grundfarben im Moment alle sind, aber dann habe ich gedacht, na, das spricht mich schon auch an hier, dieses farbige Glas, und ich könnte mir vorstellen, das gibt es bestimmt auch in so einem lila Ton, in so einem, vielleicht in einem, ja, Rosé ist das hier jetzt, das wirkt ja fast wie zu diesem Möw passend, sabbel, sabbel, quaddel, quaddel. Das gleich noch mit dem Licht. Oh, diese LED-Lichter sind echt unser Knaller, unser Renner. Schaut mal, die sehen ja wirklich, ob die in Körbe gestaltet sind, in Gläser gestaltet sind. Das ist ja so ein schöner Stimmungsmacher. Besser geht's ja gar nicht. Das Ganze kann man ja auch in klein gestalten. Man kann ja auch die Gräser rausgucken lassen oder wie man das möchte. Es geht ja darum, dass es so eine ganz neue Art ist, Windlichtgläser irgendwie toll zu gestalten. Das ist natürlich sowas riecht. Oh, was ist das denn hier? Der guckt ja ein bisschen weit raus. Das geht nicht. So, ich glaube, ich bin einmal rum. Tada! Und ihr seht, wie mega edel das aussieht. Mit diesem grauen Glas da drin habe ich das jetzt hier schon zu dicht gemacht. Da muss ich mal schauen. Das sind jetzt die Nuancen, die da noch kommen. Ich mache mal ein bisschen sauber den Platz. Noch mal eine schöne Unterlage, tada, Holzbrett mit Leder beklebt. Jetzt stelle ich das mal darauf, dann kann ich es auch drehen und dann quietscht es nicht und sieht auch gleich noch mal wertiger aus. Ja, hier ist es schöner gestaltet. Siehst du, hier, da ist das Auge, guckt hier rein, hier ist ein bisschen Freiraum. Sobald es zu dicht wird, wie hier, geht was verloren, oder wenn man mal eben so wie ich so einen ganzen Tuff dahin setzt, ist der schick auch weg. Besser ist es mir hier gelungen. Das kann ich aber gleich nochmal ändern und optimieren. Für mich ist einfach nur wichtig, dass ihr dieses spätsommerliche, frühherbstliche Windlichtglas einmal vom Anfang bis zum Ende seht. Und wir haben ja noch so viele andere tolle Gläser fertig gemacht. Ich würde mich aber natürlich riesig freuen über einen Daumen hoch, wenn euch die Deko-Idee gefallen hat. Und natürlich über ein Abonnement meines Kanals, damit wir ganz schnell die 50.000 knacken. Und versprochen, im nächsten Video gibt es die Party bei Maria im Garten sozusagen. Ich möchte euch schon mal einen ganz kleinen Vorgeschmack zeigen. Kommt mal hier mit. So, bevor ich aber ins Lager gehe, euch zeige, was wir vorbereitet haben, habe ich hier noch eine Idee in den Körben. Die sind ja zwar schon verkauft, ich wollte es euch nur zeigen, das ist auch so schön. Da haben wir eben den Korb genommen mit dem Windlichtglas und dann halt die Trockenblumen so an der Seite gesteckt. Und weil die eben auch nicht einfach nur so reingesteckt werden können zwischen dem Windlichtglas und dem Korb, hat Maria sich eine Technik ausgedacht, die möchte ich euch kurz zeigen. Ähnlicher wie so der erste Gedanke, den ich hatte, und zwar eine Ummantelung schaffen. Und zwar ist das ein Stück Papierband. So sieht es aus. Und sie hat dann im Prinzip da rein die, sieht hier, ne, so ein bisschen wie so ein Indianerhut. Und damit hat sie das eigentlich geschafft, dass sie dann ganz cool dieses Glas einsetzen kann. So. Und dann
ist hier natürlich im Korb unsere Trockensteckmasse. Quatsch, Trockensteckmasse nicht, unser geschreddertes Papier. Und ihr seht, wie super das aussieht. Und das Highlight ist eigentlich diese schöne Faunfeder, die nicht in diesen grellen Farben ist, sondern in diesem schönen, geblichenen, gebeizten Weißton. Ich finde, das ist so eine coole Sache, die Feder irgendwie so zu verarbeiten. So, das wollte ich euch nur zeigen, aber jetzt kommt man mal ganz schnell mit. Also kommt mal. Tada! Und das wird eine von den Dekorationen. Und zwar sind das so abgeschnittene Holzblöcke. Und das ist ja eigentlich, soll das so Gartenzauncharakter haben, Eisenstangen dazwischen. Aber wie wir das dekorieren, das zeige ich euch dann im nächsten Video, das dann bei Maria im Garten stattfindet. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Kai auf dem Zettel und würde mich freuen, wenn ihr ihm eine Freude bereitet und etwas spendet. Die Spendendaten findet ihr jetzt hier eingeblendet. Und ich wünsche euch alles Gute, nur das Beste. Bleibt gesund, lustig und gut und munter drauf. Und ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Also wir sehen uns in Kürze mit Würze, eure Imke.